Andi, kennst du die Schwester von Minirock? Minimum. Und das hast du heute nicht erreicht. Komm runter, das war's. Ja, kleiner Rückblick, ne? Also Hinrunde zu Ende, Rückrunde gestartet. Bayern ist Meister, gehen wir Pilzchen trinken. Das war's. Die können jetzt zum 10. Mal deutscher Meister werden, weil die Follows vom BVB da wieder nicht geschafft haben, ey. 9 Punkte. Es ist, die Bayern können sich höchstens noch in dem Sinne schlagen, indem sie einfach nochmal so 3-4 Jahres Hauptversammlung anbieten und wenn der komplette Kader sich nicht boostern lässt. Das ist erst noch zu Weihnachten die Schlagzeile. Ne? Für alle Bayern-Spieler kein Spritzgebäck unterm Baum. Hermann, du bist für uns in der Mannschaft wie so ein Raclette-Grill. Der denkt auch die nächsten 10 Tage. Er gehört komplett dazu. Ja, und beim BVB läuft richtig gut, ne? Vorrunden-K.O. aus in der Champions League in der Freilosgruppe. Ja, dann das Geschissel dagegen Hertha BSC Berlin. Und wenn es dann schon mal läuft im Verein, dann sagt sich Aki Watzke, komm, scheiß drauf. Ich fange in der DFL noch an. Kann man ja noch mal eine zweite Baustelle aufmachen, wenn man hinten 50 hat. Ich bin mal gespannt mit dem Haaland, ey. Dem kannst du das doch nicht mehr verkaufen. Der Haaland ist ja so ein Typ zweiter Sieger, so wie meine Jungs, einfach mal eine volle Kiste Bier stehen lassen, ne? Stefan, mach du dir mal aufs Knie ein Tattoo, wo drauf steht, kannst du knicken. Er trifft sogar vom Weihnachtsfest, ja, Anthony, Mode. Macht der in der 89. in Stuttgart noch die Bude, ne? Was der Baumgart da hingekriegt hat mit dem Modest, das ist Wahnsinn. Also da Hut ab, beziehungsweise hier Schiebermütze. Ja, Frankfurt hat mich komplett getäuscht. Habe ich beim Glasner gedacht, er ist nach 2 Spielen Feierabend. Ne? Der hat eine Ausstrahlung, die liegt so zwischen Olli Neuville und Lucien Favre. Und gewinnt dann aber Spiele. Ja, und beim Kohfeldt hast du gemerkt, wenn die Bremer Familie nicht da ist, dann klappert halt nicht, ne? Ohne Frank Baumann. Wolfsburg ist keine Familie, das ist ein Konzern. Ne? Da gibt es nichts mit Liebe und Dings. Da werden jetzt Niederlagen geliefert wie VW-Autos am Fließband. Ne? Wenn du Liebe und Familie willst, dann musst du nach Freiburg. Ey, wie geil wäre das denn? Ey, wenn die in die Champions League kommen, ne? Die haben einen Etat, der ist so groß wie der C vom Lewandowski in Bayern. Also der Etat. Anne! Patrick, so koordiniert wie du heute auf dem Platz bist, ne? Hast bei deiner Fahrprüfung bestimmt auch einen Geisterfahrer überholt. Stefan! Super! In der Halbzeit kriegt der gleich von mir erstmal so einen Antrag zum Unterschreiben auf Winterschlaf. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der war letztens mit dem Puzzle schon nach 6 Monaten fertig, obwohl auf der Packung draufsteht 3 bis 6 Jahre. Bleibt mir noch zu sagen, ne, frohe Weihnachten, frohe Festtage oder wie unser Bilderbuch-Profi und Rekordnationalspieler Max Kruse gesagt hat, Maschallah, ihr Ruhrpott-Assis.